Yo, Freunde, was geht ab? Könnt ihr euch noch an das 50 Kubik Moped Projekt erinnern? Als ich es gekauft hatte, sah es noch so aus. Dann hatten wir als erstes die Drehzahlbegrenzung entfernt. Das war nur ein Stecker, den man rausziehen musste. Der erste Umbau war ein Radical Racing Sportauspuff. Das sorgte für mehr Leistung. Es folgte etwas Optik-Tuning und wir entschieden uns, mit Baumarkt-Sprühdosen das Moped umzulackieren. Als letztes bekam es dann noch den 70-Kubik-Zylinder. Umbau war etwas problematisch, aber es hat dann doch noch funktioniert. Letzter Teil ist schon echt lange her. War halt schlechtes Wetter, Schnee und da kann man mit dem Ding sowieso nicht so gut fahren. Heute geht es aber weiter. Traurige Nachricht habe ich an dieser Stelle noch zu verkünden. Das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der letzte Teil heute. Okay, wenn ihr unbedingt Bock habt und wenn das Video 10.000 Daumen hoch erreicht, dann wird es noch einen weiteren Teil geben. Als allererstes müssen wir mal umdüsen, denn das Moped läuft zu mager. Und dann werden wir noch diesen Membranblock entfernen. Vielleicht bringt das dann auch noch ein bisschen Leistung. Zerberst ist natürlich auch mit dabei. Hallo, ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Ansonsten hatte ich das Moped 30 Kilometer eingefahren und dann schon Vollgas gegeben. Also 30 Kilometer eingefahren, nachdem wir den Kolben gewechselt hatten. Und seitdem auch ein paar Kilometer drauf gefahren und es läuft. Sollte man eigentlich nicht machen, aber ich denke, der Kolben hat es überstanden. Gucken wir erstmal, ob das Moped anspringt. Die stand ja jetzt schon sehr lange rum, aber ich denke, das Ding wird angehen. Okay, ging schnell. Jo. Jawohl, dreimal kicken und das Ding ist an. So muss es sein. Düsen wir jetzt erstmal um. Mal gucken, ob wir dazu den Vergaser rausnehmen müssen. Ansonsten kann es ganz gut sein, dass wir den rausdrehen können, um die Düse zu wechseln. Wir haben den da jetzt abgemacht und tatsächlich können wir dann so die Düse wechseln, ohne den komplett rauszunehmen. Kann man dann so dahin? Weiß nicht. Na, jetzt läuft ein bisschen schneller. Also normalerweise macht man den Benzinhahn zu, startet den Motor und wartet halt, bis der Vergaser keinen Sprit mehr hat. Haben wir nicht dran gedacht, waren zu schnell, Vergaser schon losgeschraubt, aber so geht's auch. Na, jetzt. Das Set hier geht bis 92, also von 70 bis 92. 82 war drin. Das war schon sehr mager und jetzt würde ich sagen, nehmen wir die 90er Düse. Maximal geht es ja bis 92. Ich denke, das wird passen. Hier bei dem Membranblock, da kann ich mich erinnern, da brauchen wir so ein Torx mit Loch, wie ihr da sehen könnt. Hier habe ich jetzt so ein Teil aus einer Werkstatt geholt mit dem Loch. Was voll komisch ist, hier auf der Seite die beiden, da braucht man so ein Lochding und auf der anderen Seite sind die normal. Nee, kannst vergessen. Passt, ne? Nein, das Loch ist hier zu Ja, klein. okay, ja, ich gehe nochmal rüber. Hab jetzt nochmal zwei andere geholt und ja, die passen auch nicht, ey. Also, schlechte Neuigkeiten: Membranblock kriegen wir so nicht raus. Warum auch immer da so komische Schrauben drin sind. Wir machen Vergaser wieder rein und dann drehen wir mal eine Runde. Also Freunde, ich muss sagen, sie läuft jetzt viel, viel besser, ist angenehmer zu fahren, läuft reibungslos und flüssig. 85 km/h ist Maximalgeschwindigkeit und die sind auch recht zügig erreicht. Zieht euch das rein, ich kann jetzt sogar ein Auto überholen. Wir machen jetzt ein kurzes Rennen. Du machst 3, 2, 1.
Also ich habe verdammt schlecht geschaltet, aber nichtsdestotrotz konnte ich die Dänen noch überholen. Das ist echt verdammt krass. Ist eine 125er, falls ihr noch nicht wusstet. Also zieht das Moped jetzt schon besser als eine 125er. Aber Endgeschwindigkeit ist bei den Dänen halt höher. Verdammt, Alter, ich glaube, das war's mit dem Kolben, ohne Witz. Ich habe mich gerade gewundert, warum das Licht aus bei dir. Ich glaube, Kolben hat sich verabschiedet. Kann sein, ja. Scheiße. Ja, kann eigentlich nichts anderes sein, oder? Oder Sprit ist leer, Alter. Ja, wir müssen Reserven machen. Sprit ist, glaube ich, null leer. So, ja. Alter. Junge. Leerlauf ist drin, gell? Ja. Komm, komm. Ein bisschen bergauf geht's hier. Ich hoffe, ich schaff's ein bisschen besser zu schalten. Du machst 3, 2, 1. Okay. 3, 2, 1. Okay, nochmal. Okay. Wollen wir tauschen?